Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Drake News Video. Diesmal wieder am Sonntag, weil gestern Abend noch 249 Abonnenten waren und jetzt ist 250. Yeah, dankeschön. Hätte ich jetzt nie gedacht, dass es so schnell geht und ja. Trotzdem so viel meine Videos mögen, auch wenn sie ein bisschen limitiert sind und halt nicht so professionell sind wie andere. Aber dankeschön dafür. Und ich will so schlicht sein, also ich möchte nicht unbedingt, ja, ich will überhaupt nicht über YouTube Geld verdienen, dann bin ich eigentlich gezwungen, Qualität rauszubringen, also Qualität ist bei mir immer, aber zum Beispiel die, ja, die rednerische, die diskussionelle und die, nur der Humor und so, ist halt bei mir nicht ganz high-end und, aber ja, weil ihr seid meine Lieblingsabonnenten, alle mögliche, also eben, ja, ihr seid mein einziger Abonnent, sagen wir so. Aber durch euch, dass ihr so viel seid und so, will ich natürlich auch viel mehr Qualität bringen und so. Aber ich bin eben nicht abhängig und ja. Und durch euer Feedback und so kann ich mich auch besser verbessern, als irgendwie gezwungen zu werden und so weiter. Und da, ja, das finde ich toll. Und ja, es kommen weiterhin super Projekte und ja, je mehr wir sind, desto interaktiver kann ich auch sein, weil natürlich dann auch viel mehr schreiben, was sie wollen und ja, was so Challenges und so sind und so weiter. Ja, ich bin hier auf Hive und möchte mit euch kurz mal ein paar Hide-and-Seek-Runden machen. Zum Beispiel, ja, das ist Hotel, das nehme ich nicht. Force Base, eine Chernobyl. Das Rosa muss ich schauen. Ja, das wurde gleich full. Ach Gott. Mal kurz schauen. Also, das erste Thema ist über die Projekte. Momentan spackt ein bisschen CQ2 rum, herum. Und Champions of Regnum leider auch. Da. Ja, ich möchte die drei, wie muss man voten? Ah, slash vote 3, so. Ja, ich möchte, oh, ich bin wieder draußen, scheiße. So, jetzt. Ja, Sacred 2 muss ich das noch herausfinden, wieso es das immer abstürzt, jetzt, wenn Fraps startet. Und ja, ich habe halt eine kleine Fail-Folge gemacht, wo ich die Hälfte nicht aufgenommen habe, weil ich nicht gesehen habe, dass Fraps abgestürzt ist. Aber ja, jetzt geht es weiter, aber nicht mehr so oft leider, weil es halt sehr, ja toll das. Das bin ich, Wut. Irgendwo, wo es Wut gut ist, ja, wo? Ich sehe kein Wut. Das ist das... Oder ist Wut das... Ah, das ist das Holz. Ja, wo fehlt Holz? Ich suche gerade, wo... Holz fehlt? Es fehlt kein Holz, nirgends. Schade. Ja, das ist zu schlecht. Ich gehe ins Wasser. Ah, das ist zugemacht worden, stimmt. Ja, toll. Weißt du, sehr toll. Ich habe nichts zum Verstecken. Ah, also Sacred 2 wegen den Problemen ein bisschen weniger. Aber es geht natürlich weiter und sobald ich es ja. Sobald es wieder gut läuft, kommen dann mehr. Ich gehe jetzt einfach hier hin. Und hier hat jemand Russisch oder so. So. Bleiben wir. Egal. ja, und bei Champions of Regnum, da stürzt der Launch manchmal ab, wegen der Grafikkarte wahrscheinlich, das kam ja früher nie, und er ladet dann nicht mehr, also muss dann irgendwie wie neu herunterladen, aber das geht irgendwie nicht bei ihm, also es so slackt so und es kommen ganz kleine Dateien und so weiter,
Und ja, dann kommt Champions of Regnum wahrscheinlich auch nicht erstmal nicht so oft und dann später, wenn es gut ankommt, ein bisschen mehr. Aber eben wegen Problemen, ja, weiß ich jetzt nicht genau. Aber dafür kommt Path of Exile Livestream. Und dort werde ich ein Player ist erst seeking. Okay. Und dort werde ich im Livestream ein bisschen MF machen für das Let's Play. Dort werde ich einen anderen Charakter nehmen. Ich muss ja, alles probieren, was ich nehme. Und sobald der Lightning Strike Shadow besser geht, wieder durch Akt 3 kann, werde ich den weiterspielen. Natürlich, der ist richtig geil. Jo. Und ja, heute ist bei uns im Real Life auf unserem Land ein Unfall passiert. Und ich bin mehrmals dort gewesen und darum bin ich jetzt schon ein bisschen müde, obwohl erst morgen ist. Und ja, vielleicht kommt heute und morgen ein bisschen weniger Videos, mal schauen. Aber ich werde natürlich mein Bestes geben und die Videos aufnehmen. Und ich bin halt ein bisschen momentan angeschlagen, wie sagt man dem? Ja, halt schon meine Arbeit getan für heute wahrscheinlich. Und deshalb, ja, vielleicht die Qualität leidet darunter, aber ich hoffe es jetzt mal nicht. Und dann habe ich gestern noch extrem viel trainiert, vor allem mit den Hanteln. Da habe ich auf 10 plus 2,5, also 12,5, habe ich gesteigert und hat mich ein bisschen übernommen, aber ja, ich habe keine Muskelschmerzen, nichts. Ich habe nur heiße Muskeln, richtig heiß, und die werden nicht kalt. Aber sonst geht es mir eigentlich gut und ja, durch den Livestream, dass ich endlich livestreamen kann, halt nur Path of Exile, aber immerhin. Ja, bin ich auch happy. Und irgendwie hat er Probleme, wahrscheinlich wieder die ganze Zeit geschlagen oder so. Aha, Invalico Ding. Komm, wir laufen ein bisschen herum. Und wir gehen jetzt hier hin. Nämlich hier schaut da niemand vorbei. Hier. So. Die wollen alle zu mir irgendwie. Ja, und vielleicht kommen auch ein paar Minecraft-Survival Games oder so, Minispiele wie Hide and Seek, Splack zum Beispiel, kann ich auch mal machen. Und so weiter. Und vielleicht auch mit anderen Leuten. Und der sieht mich nicht. Jetzt sind es zwei wenigstens. Noch 45 Sekunden. Gut. Die sehen mich nicht, ich bin gut getarnt. Sehr schön. Ja, das schaffen wir hoffentlich. Und ja, das war schon mal eine Runde. Ich weiß nicht, ich habe wenig zum Kommentieren. Ich dachte, ich könnte zwei Runden zeigen. Aber da jetzt sowieso bald wahrscheinlich ein paar Hide-and-Seek-Videos kommen, lasse ich das mal und ja. Zeige es dann lieber in richtigen Videos. Und ja, also eben nochmals Dankeschön für 250 Abonnenten. Es war richtig, das ist wirklich super, dass ihr mir folgt. Und ja, mal schauen, wie es später weitergeht. Und ich bin irgendwo, bin ich irgendwo? Ja, der Erste. Ich bin erster Platz. Nein, Scherz, das ist nur die Liste, weil ich mit D am ersten bin. Ah, nein, es ist nicht der Arbeitssei, aber egal. Ich hab's geschafft. Eisenwut. Eisenwut. Gut. Gut Game. Ja, schauen wir mal kurz, was andere gibt. Splack weiß ich nicht. Ich werde mal Splack machen, aber wo ist Splack? Gehen wir kurz in die Mitte. Da vorne. So, oh. Machen wir kurz noch Splack. Ja, da kann ich noch dort ranken, was ist so. Was ich noch vergessen habe. Ja, ich werde vermehrt jetzt mit anderen Kollegen ein bisschen was ist voll? Ich bin rausgeschissen. Geschmissen worden. Rausgeschissen. Ja, toll. Das ist natürlich nicht so gut.
So. Reden wir über Dungeon Siege 2. Das ist recht cool, das Projekt. Da bin ich jetzt momentan richtig happy. Aber es kommen weniger Videos, weil halt Conquer the World und Pokémon momentan Hauptprojekte sind. Aber ich werde, wenn es besser ankommt, natürlich das zum Hauptprojekt machen. Und Path of Exile ist sowieso noch ein Hauptprojekt, also habe ich drei Hauptprojekte. Und dann kommt Dungeon Siege ein bisschen weniger. Und ich muss auch ein bisschen vorbereiten, weil ich momentan noch ein bisschen Items suche und so. Also wer zu dem Pokémon kommt, sehr gut an. Da werde ich weiterhin Let's Play natürlich und auch Hauptprojekt haben. Und ich weiß es nicht, ich wollte mal nichts. Was soll man dazu sagen? Dinge, Attack of the B-Team, da kommt Drake, folgt, wenn mal der Server wieder ein bisschen besser ankommt. Momentan haben alle mal reingeschaut und fanden es nicht so gut, das Attack of the B-Team Modpack. Ich finde es gut und ich bleib drin. Also, was? Hey! Ah, jetzt bin ich wieder oben. Gut. Jetzt muss man hier. Ah, jetzt. Hallo? Ah, mit rechts. Ja, jetzt bin ich hier. Ah, oh, ich bin ganz runtergefallen. Ja, ist egal. Ich bin nicht gerannt, irgendwie. Okay. Egal. Ja, man fällt einfach mal ganz runter, weil diese Arschlöcher immer Löcher machen. Darum ist es nicht so. Ich finde es nicht so gut, das Black. Die machen immer Löcher unten drunter, dass man ganz runter fällt, wenn man der Letzte ist. Ja, egal. Man müsste eigentlich fast ganz runter und dann auf die Seite gehen. Da kann man nicht so Löcher machen von oben. Ja. Ach, egal. Das Spiel ist so undurchdacht irgendwie, finde ich. Schade. Ich wollte doch Erster werden. Nein, ist doch egal. Eben, dann war es halt ein leichtes Spiel. Ein schnelles Spiel. Ja. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und ich werde eben jetzt mehr Videos so machen. Und ja, mal schauen, ob ich noch Splake mache, aber wahrscheinlich schon. Und ja. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Und ja, der Livestream kommt einfach meistens am Abend oder auch mal am Nachmittag oder am Morgen, je nachdem. Ich werde es immer vorher in die Kanalkommentare schreiben, wann der Livestream kommt. Und wenn wir dann mehr sind, wenn auch ein paar Kanalkommentare geschrieben werden, werde ich das auch per Video ankündigen. Aber momentan lohnt sich das ja noch nicht. Okay, ja. Mal schauen, wann die fertig sind hier. Der fällt runter. Der konnte nichts mehr. Ja, der obere gewinnt wahrscheinlich. Der kann fast nicht angegriffen werden. Jetzt geht er ein bisschen näher hin. Ich kann mich auch dazwischen stellen, dass die Eier nicht weitergehen, glaube ich. Aber ich mache es nicht. Das wäre jetzt unfair. Lol, der trifft hier gar nie. Der ist so dumm. Der trifft hier gar nie. Der ist schlecht. Der hat nur Glück. Indijaf heißt er. Und Rosenbaum sind zwei Deutsche wahrscheinlich. Müssten zwei Deutsche sein. Oh, der fällt rund. Oh Gott. Ist der schlecht gewesen. Ja, toll, was machen jetzt? Krieg? Oh Gott, oh Gott. Die haben Glück gehabt, das ist unfair, ich bin besser. Nein, Scherz. Ich schaue nicht auf die. Also, in solchen Spielen bin ich sowieso eigentlich nie recht gut. Und jetzt ist er einfach runtergefallen. Oh nein, dort ist er noch.
Er wird einfach nicht angezeigt. Er schießt nie. Wieso schießt er denn nie? Was ist denn das? Weiß der nicht, wie schießen? Ah, doch, jetzt. Ja, jetzt ist der andere runtergefahren. So dumm. Oh mein Gott. Okay, egal. Ja. Heute kommt hoffentlich ein Livestream, wenn ich gut fit bin, aber ich mag es eben bezweifeln, aber ja, vielleicht kommt schon um 12 Uhr oder so ein Livestream. Und ja. Ja, dann ist das Video auch wieder vorüber und wir sehen uns dann hoffentlich noch in einem anderen Video. Schaut zu und habt Spaß und alles Mögliche. Also bis zum nächsten Mal, zum nächsten Video oder zum nächsten Video, wo wir uns sehen, und Dankeschön fürs Zuschauen. Bye!